Europa passiert und wo die hin sollen, sind diese Menschen in Sizilien angekommen, schon vor 15 Jahren. Ich kann mich erinnern, als wir in Sizilien waren, das war das große Thema. Flüchtlingscamps. Und das Elend derer, die dort gestrandet waren. Leo Luca Orlando hat zusammen mit allen Teilen der Gesellschaft, die willig waren, versucht, die Verhältnisse dort zu verbessern. Als mein Kollege ihn dieses Jahr besuchte, Sie müssen wissen, Leo Luca Orlando ist, wie jeder gute Italiener, Katholik, und sein Palast, sein Residenzpalast hat eine kleine Kapelle. Dort wird die heilige, ich glaube Rosita ist der Name, verehrt. So ist das in Italien, Heilige müssen sein. Mit einem Schmunzeln, mit einem sehr verwegenen Schmunzeln, zeigte Leo Luca Orlando dann meinem Kollegen eine kleine Mohrenfigur. Auch ein Heiliger Italiens. Benedikt der Mohr. Sohn schwarzer Sklaven, ist einer der Schutzheiligen der Stadt Palermo und der Insel Sizilien. Und Leo Luca sagte, der steht jetzt in allen meinen Kapellen. Er erinnert mich daran, dass die, die das versuchen, das Mittelmeer zu überfahren, meine Brüder und Schwestern sind. Liebe Gemeinde, das sagt ein italienischer Politiker. Das sagt ein Katholik. Das sagt einer, der etwas begriffen hat davon, was es meint, wenn Jesus sagt, es kommen von Norden und von Süden, von Osten und von Westen Menschen, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Das ist gemeint, wenn der Apostel davon spricht, dass wir nicht mehr Fremdlinge sind, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Die Menschen, die da kommen, sind Brüder und Schwestern. Die Menschen, die in unserer Stadt leben, in unserer Nachbarschaft, sind unsere Brüder und unsere Schwestern. Wie anders würden wir sie anschauen, wenn wir sie als solche sehen? Wir können sagen, ach, das sind Buddhisten, das sind Sikh, ach, mit denen haben wir nichts zu schaffen, weil die glauben ja eh nicht an Christus. Haben sie überhaupt was davon gehört? Wer hat ihnen davon erzählt? Haben sie? Wer von uns spricht mit den Nachbarn darüber, was der Glaube für sie bedeutet. Liebe Gemeinde, diese Einladung an den Tisch Gottes fängt an bei uns. Sie will von uns weitergetragen werden. So, wie sie von Petrus weitergetragen wurde. Sie will von uns umgesetzt werden. So, wie es Petrus tat. Oder vielleicht auch, wie es in seinen Maßstäben und in seiner Macht stehend Leo Luca Orlando tut. Mitmenschlichkeit zu schaffen. Schweigen zu brechen. Miteinander für die Gesellschaft zu sorgen, sich nicht zurückzuziehen und den Kopf in den Sand zu stecken. Liebe Gemeinde, ich weiß, das braucht Kraft, ich weiß, das braucht Mut. Das ist nicht einfach. Aber es ist doch das, was Gott uns als Auftrag gibt. Füreinander zu sorgen, so wie er für uns gesorgt hat. Einander mit Liebe und Respekt zu begegnen. Und in dem
sondern einlädt. Dass Gott uns ruft und Gebete antwortet. Dass Gott uns immer noch etwas zu sagen hat. Möge er zu Ihnen in dieser Woche sprechen, als Segen, als Wort und Weisung oder mit seiner grenzenlosen Liebe.